bin jetzt da gerade ein bisschen auf die Seite gekommen, um das Video aufzunehmen, weil ich finde es wichtig. Wenn ich Kinder sage, die spielen, dann geht mir das Herz auf. Aber es kann nicht jedes Kind spielen. Es gibt Kinder, die so Hunger haben, dass sie zu geschwächt sind zum Spielen. Es gibt Kinder, die wegen dreckigem Wasser, wegen fehlender Impfung sterben. An Kinderlähmung, an Cholera. Oder durch Armut dazu gezwungen werden, schon mega jung zu heiraten oder Kinderarbeit zu machen. Es gibt Kinder, die wegen Krieg oder Naturkatastrophen auf der Flucht sind. Jedes Kind hat das Recht zum Kind zu sein. Jedes Mädchen, jeder Bub sollte Kind sein können. Aber die Realität ist, es ist ein Privileg. Was ich bis jetzt hier in Malawi gesehen habe, sind extrem unfassbar starke Kinder. Hunger, Leid, Krankheit, Armut, Dürre, Überflutungen und über allem Kinder lachen. Ihre Widerstandskraft ist unglaublich. Das Team von UNICEF schafft hier unter schwierigsten Umständen unermüdlich, zum Beispiel in der Bildung, dass in Zukunft mehr als die jetzigen 10% Sekundarschule abschließen. An der Wasserversorgung. Die meisten Haushalte sind ohne fließend Wasser. Das Energieproblem. Die meisten Haushalte haben auch keinen Strom. Und im Gesundheitssystem von ganz verschiedenen Aspekten. Also dort ist die UNICEF wirklich gross. Zum nur zwei erwähnen. Die notfallmäßige Ernährung von unterernährten Kindern. Aber eben auch zum Beispiel innovative Geschichten wie Drohnenprogramm, damit eben in die abgelegensten Orte auch schnell an Medizin gucken. Ich denke, mein Fazit ist, es gibt keine Abkürzung, keinen Schleichweg, kein Allheilmittel gegen jede Krankheit. Aber es gibt UNICEF. Das Team hier in Malawi gibt nie auf. Ich auch nicht.